liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Und heute machen wir heute, ja, heute heißt es ein bisschen Story Mode. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen auf die Flucht gehen. Let's go. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Roschny. Wärst du nicht drauf? Bieg links ab. Die nächste rechts. Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen. Um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Welch eine Überraschung. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Könntest du ein bisschen Gas geben, meine Gute? Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. Hm. Ja, Level 20 wollen wir erreichen und dann machen wir nämlich in der, vielleicht sogar schon in dieser Folge noch die eine Mission. Weil es gibt eine Mission, wo wir Level 20 erreichen müssen. Und die, vielleicht machen wir die dieses Mal noch. Wir sind da. Okay, dann sind wir mal da. Heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. So, auf geht's. Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Machen wir mal, ne? Aber keine Sorge, das mache ich platt. Okay, es ist ein Geländerennen und da habe ich tatsächlich beim Porsche gerade so ein bisschen meine Probleme. Nicht nur mich besiegen. Bisher sehe ich noch nichts Besonderes. Ich habe auch das falsche Auto für die Strecke gerade. Muss ich mal gerade mal sozusagen. Ich hab gerade so ein bisschen meine Probleme mit den Jungs, Mädels. Du willst mich beeindrucken? Dann hol dir die Führung! Kommt momentan aber auch nicht wirklich in die Position, weil mit der BC ist da vorne. Der fährt ja auch vor, der hat ein Offroad-Fahrwerk drin. Du brauchst jetzt einen starken Endspurt.
Ja, ich krieg den nicht mehr. Die wird mir ja gerade. Ich habe gar keine Chance gegen den Mercedes auf dem Gelände, auf dem Gelände. Puh. Nur ein Sieg beweist mir deinen Wert. Ja, die gute Nelly, die hat mich gerade mal kurz nass gemacht. Mission fehlgeschlagen, ja? Wir müssen sie nochmal neu fahren. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Mal sehen. Noch nichts Besonderes. Ja, das ist das Problem. Der Mercedes da vorne geht mir gerade ein bisschen tierisch auf den Sack. Ich habe gerade ein bisschen Probleme an dieser Story zu haben. An den Story, diese Story-Mission zu haben. Jetzt einen starken Endspurt. Ja, scheiß Mercedes, geht mir gerade ein bisschen auf den Sack da vorne. Das ist der wichtig. Der ist der Einzige, der mich jederzeit schlagen kann. Und die alte geht. Ich krieg sie nicht rein. Ich krieg sie nicht klein. Nur ein Sieg beweist mir deinen Wert. Die holt mir in der ersten Kurve, holt die sich den Sieg und die Führung und dann.
Also einmal versuche ich es jetzt noch. Das sind dann auch wieder 10.000. Ja, dann sind dann wieder 30.000, 40.000. Ne? Und ich muss halt immer mal gucken, dass ich noch ein Auto kaufe. Ich werde mir wahrscheinlich sogar mein Julia... Aber Julia, das bringt nichts, das ist denn noch für zu tun. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch den höher als den Porsche kriegen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Es ist eigentlich nur ein Auto, was mich stören kann. Das ist der scheiß Mercedes da vorne. Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wieder du. Du gehst mir echt langsam mal ein bisschen auf den Zeiger. Jetzt kriegst du wieder nicht gehalten. Also ich krieg's. Ich hab momentan keine Chance gegen den. Ich krieg den nicht überall. Der fliegt an mir vorbei, wie das gäbe es von keinem Morgen. Bisher sehe ich noch nichts Besonderes. Ja, nerv ich doch jetzt gerade mal nicht. Bisher überzeugst du mich noch nicht so richtig. Noch genug Zeit ist. Gut so. Oh, die geht mir halt so lang. Ich kann nichts machen. Du brauchst jetzt einen starken Endspurt. Selbst bei uns gibt es Regeln. Och ja, geht mir doch nicht alle gleichzeitig auf Eier. Checkpoint verpasst, Checkpoint verpasst. Du kannst es nicht schaffen. Egal wie. Ich hab keine Chance, ich krieg die Olle nicht klein. Ich glaub nicht, dass du hier noch was reißt. Ihr habt aber auch einen scheiß Cheater da vorne mit drin. Das kann doch nicht sein, dass die Olle mich gedärbt bezwingt. Ich krieg sie nicht geschlagen, Alter. Egal, was ich anstelle. Mann, geht die mir auf die Nüsse. Mit so einer Leistung verschwendest du nur unsere wertvolle Zeit. Ich krieg sie nicht runter. Ich krieg die alle nicht runter. Das ist das Problem. Egal, gegen wie ich es versuche. Gegen Nelly bin ich chancenlos. Die hat eine 210er Wertung. Das ist das Problem. Scheiße, Mann. Ich kann es nicht schaffen. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
So, dann versuchen wir es halt in dem Fall. Hört's euch jetzt? Schon mal kurz auf die Garage rennen. Meine Güte, ey. Ja, fahr mit deiner Scheiße direkt. Gut, dann fahren wir kurz nochmal insbesondere zur Garage. Ich wollte eigentlich ein bisschen driften, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist die Kleine, die kriegt uns jedes Mal. Mit ihrem Drecks Mercedes. Jedes Mal. So, fahren wir mal kurz in die Garage, weil ich muss mal gerade was gucken. Oh, nette Karre. Dann nehmen wir den Dodge und dann probieren wir, bauen wir das Ding mal ein bisschen um auf. Auf Dings. Ach ja, auf. So, dann bauen wir das Auto ein bisschen um. Keine Sorge, kleine Nelly, ich krieg dich noch. So, rein damit. So, Steuergerät. Kann ich ja nicht leisten. So, dann machen wir die Möhre mal aus der Möhre und dann hole ich mir die. Die kleine hole ich mir jetzt noch. Keine Sorge. Den Fohlen 240, leg mich doch am Sack. Ich muss jetzt natürlich noch auf 240 hochpushen. So.
Dann müssen wir doch noch was anderes machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und fahren wir doch noch mal ein, zwei Rennen, weil ich brauche noch ein bisschen Leistung. Und dann machen wir uns die wahrscheinlich in der übernächsten Folge. Holen wir uns dann die gute Nelly. Bis dahin und tschüss.